Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bär. Genießen Sie cremige Rezepte mit Bär Camembert. Bär, cremiger Genuss seit 1922. Auf Schweizer Feldern werden jährlich mit viel Aufwand Hunderttausende Tonnen Früchte und Gemüse angebaut. Doch fast die Hälfte davon wird weggeworfen. Dass man sich das leisten kann, ist ja, das, was wir dagegen kämpfen. Dass man das nicht mehr mit einem Wimpernzucker sagt, hey, das ist Abfall. Food Waste muss nicht sein. Immer mehr Menschen unternehmen etwas dagegen. Es kann ja nicht sein, dass wir 30 Tonnen Tomaten wegwerfen. Und als wir das nachher in die Öffentlichkeit gebracht haben, ist es halt dann, ja, auf grosses Interesse gestoßen. Es haben sich alle empört. Und dann haben wir die 30 Tonnen wirklich verkaufen. Vor allem Junge wollen nicht mehr akzeptieren, dass einwandfreie Lebensmittel auf den Feldern liegen bleiben. Oder wegen kleiner Mängel nicht in die Läden kommen. Es kann ja nicht sein. Irgendwo verhungern sie. 850 Millionen Leute haben zu wenig zu essen. Und wir schiessen wegen einem Wurzelabsatz, den wir sowieso abschneiden, schiessen wir es fort. Das ist, ja, weiss ich gar nicht, was sagen. Warum gibt es in der Schweiz so viel Food Waste? Was läuft falsch? Und was kann man dagegen tun? Das erste Food Waste Restaurant in der Schweiz. Der ehemalige Gourmillot-Koch Mirko Buri verwirklicht hier seinen Lebenstraum. Heute haben wir jetzt einen Herdöpfelgratin. Und oben drauf haben wir Blumenkohl. Herdöpfel haben wir gesehen, bin ich da gerade am Vorbereiten. Da haben wir einen Herdöpfel mit Schorf. Und zwar Herdöpfel, die nicht eine schöne Oberfläche haben, die ein bisschen Schorf haben. Über 61% der kompletten Herdöpfelernte wandert eigentlich in Abfall, weil es nicht die Form hat, wie es sollte haben, die Grösse hat, die es sollte haben, oder die glatte Oberfläche hat. Ja. Und wir sagen eben, ihr verarbeiteten Version spielt es den Leuten keine Rolle. Und darum, jawohl, können wir das eigentlich sehr gut auch verarbeiten. Hier haben wir Knickeier, die haben wir von einem Hof, ganz in der Nähe von hier, wo einfach Knickeier haben, die sich fast nicht mehr lohnen zu vermarkten. Und darum brauchen wir die. Ein bisschen Paniermehl, das ist gemacht aus Altbrot, das Essbar verkauft, als Beispiel. Und das Altbrot kann man super brauchen, für eine Blumenkohl, polnische Art zu machen, mit einem Herdöpfelgratin und ein bisschen Basilikumsauce. Als mein Sohn auf die Welt kam und ich daheim hat das Kochen übernommen für die Familie, ist mir dann bewusst worden, wie viel wir ihnen fortschiessen. Und so habe ich gefunden, ich könnte für andere Leute kochen, und zwar aus Food Waste. Buris Frau, seine Mutter und auch sein Schwager arbeiten mit. Billiger ist das Essen hier jedoch nicht. Im Moment muss ich in Food Waste so viel Zeit investieren, dass es dann eben gleich teuer kommt, wie ein konventionelles Menü. Und es soll aber auch so sein. Weil schlussendlich ist ja die ganze Arbeit und Wertschöpfung, die man reinsteckt, ist eigentlich das, was das Produkt auch teuer macht. Und der Bauer soll schliesslich auch irgendetwas überkaufen, das Produkt. Und zwar einen fairen Preis, den er damit leben kann. Genau, und wegen dem ist es eigentlich nicht das Ziel, dass es hier viel günstiger ist und die Leute herkommen, weil es einfach günstig ist, sondern weil wir darauf schauen, dass 100% verarbeitet wird und dass auf den Feldern nicht derart viel weggeschmissen wird. Dominik Waser übernimmt in der Region Zürich Gemüse, das zu klein oder zu groß ist für den Handel und darum in der Biogasanlage landen würde. Das ist jetzt einfach Gemüse von verschiedenen Bauern, wo man jetzt eigentlich einfach alles zweiklassig zusammensammelt und jetzt so in das Pack hinein mit Abos. Für 37 Franken pro Paket gibt es 6 Kilo Gemüse. Von den Gurken kommen 2 bis 3, Randen auch 1 bis 2 bis 3, je nachdem wie gross, von der Zwiebel auch. Und Fenkel und Mais können wir einfach damit auffüllen. Gut.
Bekannt geworden ist Dominik Wasa, weil er 2018 über Facebook in kürzester Zeit 30 Tonnen überschüssige Tomaten verkauft hat. Zuerst mal sind wir einfach selber überrascht und überfordert damit, dass wir 30 Tonnen Tomaten zwei Tage verkauft haben. Aber nachher haben wir halt einfach gefunden, so, ja, okay, es kann nicht, wir können das jetzt nicht einfach sein lassen, weil wir jetzt Zugang haben, wie wir das wissen. Und wenn man es wirklich gesehen hat, dann muss man etwas dagegen machen. Und es ist einfach ein Missstand. Es ist einfach eine Frechheit, dass wir uns das leisten, weil wir ein Land sind, das sich nicht selber ernähren kann, weil wir das importieren müssen. Wir müssen importieren, aber dann nicht noch mehr. Weil das, was wir hier produzieren, ist unter teuren Bedingungen. Und dass wir das einfach wegrühren und uns den Luxus leisten, dass wir einfach mehr importieren, ist eine Frechheit. Wasa hat sein Studium als Umweltingenieur abgebrochen, um sich voll auf das Food Waste Engagement zu konzentrieren. Auch hier helfen Freunde und Familie mit. Das Bewusstsein hat er sicher von mir, vielleicht sogar von meinem Vater. Der war eigentlich so ein Gärtner, der schon früh biologisch angepflanzt hat und möglichst sich gesund ernährt hat und auch so ein bisschen gelernt hat, mal ein bisschen stur zu sein, dass man etwas durchsetzen kann. Das hat er sicher von meinem Vater. So eine gewisse Konsequenz, dass man auch etwas erreicht und halt eine Vorreiterrolle hat. Ja, sonst bewegt man halt nichts. Das Thema Food Waste ist allgegenwärtig. In der Landwirtschaft, in der Gastroszene, aber am meisten Food Waste, mehr als 1 Million Tonnen, fällt in den Privathaushalten an. Vanessa Bergeon hat einen 2-jährigen Sohn. Seine Geburt hat ihre Sicht auf die Dinge verändert. Irgendwann würde ich auch fragen, warum machst du das oder wie machst du das? Und dann habe ich mich so ein bisschen, so einfach verantwortlicher gefühlt für das, was ich mache. Also stehe ich hinter dem und wenn nicht, warum mache ich es denn? Oder warum mache ich nichts anderes? Seither versucht sie, nichts mehr wegzuwerfen. Vorher hatte ich mehr wie ein Menü im Kopf und dann bin ich spezifisch nach dem Menü einkaufen. Und jetzt habe ich es gerade umgekehrt. Jetzt habe ich einfach meine Grundnahrungsmittel sozusagen. Dort habe ich die Getreide, Mehl, Hefe, so Sachen. Und dann Gemüse. Und dann meistens tue ich es einfach kombinieren. Sachen, die ich zum Beispiel selber mache, die ich früher nicht gemacht habe, wie zum Beispiel Tomatensauce oder Bärlauchpesto. Das habe ich früher nicht selber gemacht und jetzt mache ich es selber und es ist fein, ja. das ist Joghurt von meinem Mann. Das sind seine Lieblingsjoghurt und auf die hat er nicht verzichten. Und dann ja, bleibt das dann noch drin. Also vorher haben wir eigentlich alle Reste einfach weggeworfen und jetzt tun wir praktisch nichts wegwerfen. Also das Einzige, was wir wegwerfen, sind wirklich die Röstabfälle. Also Rüstreste. Und sonst versuchen wir alles irgendwie probieren, am nächsten Tag noch dazu zu tun oder irgendwie zwischendurch zu essen. Also essen tun wir fast nicht mehr wegschmeißen. Das sind gefüllte Paprika. Da haben wir gestern Abend nicht alle mögen. Das tun wir jetzt noch zum Mittag. Ihren Abfall konnte sie so massiv reduzieren. Also das ist jetzt Sachen, die ich wieder zurückbringe. Die sind in einem Mehrwegsystem. Das ist Schatzeli. Mama. Und das ist jetzt so der Köder vom. Mama. Ja, das sind die letzten zwei Wochen. Also vorher hatten wir 235 Liter Säcke pro Woche. Das heisst im Monat 280 Liter. Und jetzt haben wir 17 Liter. Mirko Buri bespricht mit seinem Koch die nächsten Menüs. Auch er wirft nichts weg. Ich würde gerne auch Gurken machen. Also. Heute kommt ja die Lieferung. Ja, weißt du, dass wir das alles weg haben? Und die Herdöpfe, die wir recht gut brauchen, da bleibt noch ein. Das sind noch die sauberen, die letzten. Das können wir schnell den Plan schauen. Ich sehe jetzt noch Herdöpfe, ja, gut. Ich sehe noch Lauch und ich sehe noch Aubergine. Das schauen wir schnell den Plan. Können wir, ja. Ich würde gerade machen Bratöpfchen mit gefüllten Peperoni und einem Erdbeer. Genau. Und hier kannst du jetzt bei dir schreiben, der Gurkensalat und der Salat zwischen. Die Produktionsplanung ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir nicht zu viel kochen. Weil 65% der
Abfälle in der Gastronomie bestehen oder entstehen durch Überproduktion. Jetzt bekommt der Angst über, ich habe viele Leute da, ich koche lieber 10 mehr, ich koche noch ein bisschen Reserve. Und wir kochen nur das, was wir wirklich brauchen. Und dafür haben wir Zeit zum Rösten. Bis dann, also das machen wir eigentlich anyway schon. Das Restaurant überlässt er heute seiner Frau Manu. Heute hat er nur die Frau. Für die NGO United Against Waste fährt er nach Grindelwald, um Food Waste zu verhindern. Dort ist das Hotel Belvedere, wo ein Teamcoaching macht mit dem ganzen Küchenteam zusammen. Schauen wir ihre Abfälle an und versuchen, die zu reduzieren. Sicher 30-40%. Ich bin immer mega nervös, weil ich nur 3 Stunden Chance habe, dort etwas zu verändern. Ja. Mirko Buri ist sehr gefragt. Das Restaurant läuft gut, er berät andere, gibt Kochkurse, ist auf dem besten Weg, größer zu werden. Aber das ist nicht das, was er will. Wenn jemand das grosse Geld machen will, wenn einer mehr verdienen will, dann soll er das gerne machen. Aber wir sind eigentlich, ja, ich bin glücklich mit diesem Geschäft, mit meinem Schwager, mit der Manu. In dieser Grösse, wie sie 200-300 Essen machen am Tag, für mich stimmt das so. Und ich denke, ein Mass zu haben, mal zu sagen, okay, hier ist gut und hier höre ich auf, ich glaube, das ist, ja, ist für mich eine wichtige Erkenntnis gewesen. Man ist oft so gesteuert von außen, dass man das Gefühl hat, ja, man muss wachsen, man muss grösser, weil nur das zählt in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist einer der grossen Fehler in unserem Denken. Er hat seine Prioritäten anders gesetzt. Den Abfall sichtbar zu machen, aufzuholen in die Sichtbaren. Ich glaube, das ist sehr, das ist der erste Schritt, den man machen muss. Bewusst werden, dass man eigentlich selber auch sehr, sehr viel Abfall produziert. Ja. Das sind sich viele Leute nicht bewusst. Jeder versteckt es, verdrängt es, vergisst es. Hast du einen Wagen so groß? Ja. Das ist von gestern, oder? Das ist von gestern. Ohne Scheiß. Das ist nur das Gekochte. Wow. So. Auch im Hotel Belvedere muss Mirko Buri zuerst klarmachen, dass in der Gastronomie sehr viel Food Waste entsteht. Das sind die neuen Zahlen vom Bundesamt für Umwelt. 2,6 Millionen Tonnen jährlich werden entsorgt in der Schweiz. Es gibt verschiedene Akteure, die da mitwirken, wer da verantwortlich ist. Genau. Haben wir Gastronomie, 11%, sehr, sehr hoch. Das sind 290.000 Tonnen. Wie viele Portionen könnte ich servieren, wenn ich ein halbes Kilo drauf machen würde? 290 Millionen mal 2. Wie viele Leute könnten da zum Nachtessen vorbeikommen? 580 Millionen. Das musst du nicht errechnen. Nur zum Erklären, Portionen, Teller könnt ihr euch vorstellen. 580 Millionen Teller, das sind die Einwohner ganz Südamerikas. Buri zeigt auf, wo der Abfall entsteht. Das sind tatsächlich nur die Reste. Rüstabfall. Und das kochte. Und das ist auch noch von heute. Also gestern und jetzt heute Morgen. Küche, Überproduktion. Das grösste Problem, zweitgrößte, immer Teller, Rücklauf. Würdet ihr bestätigen, das ist hier drin auch der Fall? Ja. Ja? Das ist nichts vom Lager abgelaufen, habt jetzt noch Frigo aufgeräumt und so. Er rechnet auch vor, wie viel das Hotel mit einer Vollkostenrechnung ganz konkret sparen könnte. 80 Kilo mal 24. Wie viel bekommst du da? Susan Hauser von der Besitzerfamilie rechnet und staunt. Wie haben wir früher gerechnet? 80 mal was, hast du gesagt? 80 mal 24. 1029. Pro Tag? Ja. Im Monat 57.600. Alle Kosten zusammen. Wenn die Warenkosten mal die 24 Franken würdest du rechnen, jetzt einfach so im Schnellverfahren. Erschreckend viel, wenn man das so sagen kann. Aber für das seid ihr ja da. Also, ich kann es immer noch mal verbessern. Von dem her gesehen, ja, wissen wir, was wir zu tun haben. Dominik Waser beliefert auch Restaurants. Also
Grundidee ist, dass wir es schaffen, die Verbindung von der Landwirtschaft und der Konsumenten und Konsumentinnen wieder aufzubauen, weil wir glauben, das ist der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, wieso wir das Problem vom Food Waste haben, weil wir einfach nicht mehr wissen, was es braucht, bis ein Rüebli gewachsen ist, bis es im Laden ist. Und wenn wir das nicht wieder die Wertschätzung gewinnen, dann sind wir auch nicht bereit, ja, etwas gegen die Verschwendung zu machen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir das durch verschiedenste Aktionen, durch Sensibilisierungsarbeit, aber auch durch praktische, konkrete Projekte wie Gemüseliefer in ein Restaurant lösen können. Das Café Boy in Zürich kocht nachhaltig und regional. Bei Küchenchef Roman Wies rennt Dominik Waser offene Türen ein. Also, ich kann schon mal einen Teil, ich kann nicht alles mitnehmen, aber der Rest kommt ja. Der Brand, der Rüebli, die Zwiebeln habe ich auch noch da. Nein, ist gut. Und so sieht halt das Gemüse einfach aus, wenn es normalerweise ist es so, genau. Ich finde es komisch, von zwei Pass Gemüse zu reden, weil geschmacklich, bin ich überzeugt, ist es besser als viel Konventionelles, was man bekommt. Und in der Küche hat man Messer und man kann eigentlich halt das ein bisschen wegschneiden, was man nicht brauchen kann. Und wenn man als Beispiel so ein Rüebli hat, das Finger fast Käse, irgendwie, wo jetzt wirklich schwierig ist zum Schälen oder so, dann tut man es schälen. Man kann Bouillon damit machen, wenn man es nicht schön kann, gleichmäßig schneiden für alles Gemüse. Und von dem her dann ist das Gemüse schnell weg. Gerade die jüngere Generation, also meine zwei Töchter zum Beispiel, das ist einfach ein Thema. Ich glaube, allgemein Essen ist wieder mehr ein Thema. Von wo kommt das Zeug? Ein weiterer Schritt wäre ja, können unsere Bauern von dem wieder leben? Ist es nicht besser, wenn die Bauern einfach den Lohn quasi haben von dem, was sie produzieren, wenn sie den Lohn haben von dem, was der Staat irgendwie aushilft, damit es noch funktioniert? Und da wäre sicher ist so etwas natürlich auch eine Idee, dazu zu kommen. Vanessa Bergeon kauft zwar keine Zweitklassware, aber sie geht regelmäßig auf den Markt und kauft direkt von den Bauern. Diese müssen neue Absatzmärkte finden, weil sie im Großhandel immer weniger für ihre Produkte bekommen. Viele finden die Lebensmittel auf dem Markt zu teuer. Dabei geben die Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt nur noch 6,7% ihres Lohnes für Lebensmittel aus. Schon ein bisschen. Ja. Also, zuerst Äpfel mit Nüsse. Also, mein Partner hat einen ganz normalen Lohn. Nicht irgendwie einen mega guten Lohn. Auch kein schlechter, aber ja. Und wir schauen einfach, dass wir kaufen jetzt nicht so viele Kleider die ganze Zeit ein. Oder bestellen mega viel online, dieses, jenes. Und dann liegt es eigentlich schon drin, wenn man jetzt schaut, die Äpfel, es war jetzt, glaube ich, 7 Franken mit den Birnen zusammen. Aber das haben wir für die ganze Woche. Also, es ist eigentlich okay. Oder jetzt das Gemüse war, glaube ich, 21 Franken. Aber schon mehr oder weniger für die ganze Woche. Und dann finde ich es okay, eigentlich. Also, 30 Franken für Gemüse und Früchte pro Woche ist, glaube ich, das hat sich jeder leisten können. Also, ich verstehe es, wenn man wirklich, wirklich schlechten Lohn hat, liegt es nicht drin. Aber ich weiß auch bei vielen, dass sie sagen, zum Beispiel, ja, nein, das kann ich mir wirklich nicht leisten. Und dann sehe ich aber, dass immer wieder neue Schuhe kaufen, neue Jacken, neue Taschen. Und dann, ja, vielleicht haben sie einfach eine andere Budgetaufteilung. In der Landwirtschaft werden jedes Jahr 200.000 Tonnen Lebensmittel produziert und weggeworfen, bevor sie überhaupt in den Verkauf kommen. Mirko Buri sammelt solche Lebensmittel ein. Insgesamt über 40 Bauernhöfe betreuen, wo wir eben das offene Ohr haben und ihre Überschüsse abnehmen. Wie eben die Legehennen, Knickeier,
Lauch, der oben abgeschnitten wird, Schnittlauch, wo Abfälle sind, der Zwiebelnbauer, ja, es hat überall Abfälle und die haben wir eigentlich schon ziemlich sortiert. Und die fahren wir auf einer Tour ab, immer am Dienstag, und holen dann all die Überschüsse von verschiedenen. Für uns ist es wichtig, breit abgestützt zu sein und immer können ausweichen, wenn jemand nichts überschüssig hat, dass wir wieder einen anderen Bauern haben, den wir ihn unterstützen können, dass wir überall ein bisschen nehmen. Fast alle Bauern produzieren Überschüsse, aber viele haben Angst, auf die Missstände aufmerksam zu machen. Pascal Gutknecht betreibt im Freiburger Seeland einen großen Betrieb. Mirko Buri ist nicht der Einzige, der hier Überschussware bezieht. Morgen, morgen. Guten Morgen, Mirko. Hi. Alles gut? Ja, zeig. Ja, gut. Ist gut aus. Salut, Simo. Liebe Tobe, du bist ja parat. Zeig. Auch Simon Weidmann, der die Essbar und den Gemüsegarten in der Berner Altstadt betreibt, holt hier regelmäßig seine Ware. Ist das jetzt alles B-Qualität? Ja, das ist alles Zweiklassware. Irgendwo zu gross, zu klein, falsch abgeschnitten, unförmig. Das kann man alles nicht im normalen Handel verkaufen. Das bisherige System ist sicher suboptimal, weil es eben die Klassierung gibt. Irgendwo zu gross, zu klein. Und grundsätzlich ein Rüebli ist ein Rüebli. Fänkel ist ein Fänkel, egal ob so. Oder eben so gross. Das macht keinen Unterschied. Der ist genau gleich fein, wenn man den aufschnitt und in den Salat tut. Wir verkaufen den, weil der hat einen Wert. Jemand hat dafür geschafft, jemand hat ihn geerntet. Es ist sehr viel Energie auch reingesteckt worden. Und darum muss der und das Volk, der muss gegessen werden. Und wir beweisen, dass es funktioniert. Wir haben Kunden, Kundinnen, jeden Tag, die das kaufen. Und zeigen, mein Geld gebe ich aus für etwas, das nicht perfekt ist. Kaum zu glauben, was hier alles als Zweitklassware liegen bleibt. Und vor allem auch, aus welchen Gründen. Da ist jetzt ein kleines Rissli, irgendwie vielleicht im Wachstum angeschlagen. Man hat ein kleines Kaliber Wachstumsrisse, das es einfach geben kann bei eher älteren, weniger gezüchteten Sorten. Die Ausfärbung, die jetzt durch die Hitzeperiode nicht ein bisschen Mühe hat, dass sie schön homogen rot wird. Das ist alles Ware, die grundsätzlich in den Kompost geht. Ja, und es ist auch, jetzt reden wir hier von 300 Gramm Tomaten, die Ressourcen gebraucht hat. Sie hat Wasser gebraucht, sie hat Energie gebraucht, sie hat Manpower gebraucht. Und jetzt ist die Frage, geht es so gut, dass wir das einfach in den Abfall schmeißen können? Ja. Das ist eigentlich die Frage. Grosse Frage. Und der, der nebendran sein Einfamilienhäuschen besitzt, kommt zu mir und sagt, ich darf meinen Rasen nicht wässern. Durch den Sommer, wo die Gemeinde zu wenig Wasser hat. Du wässerst dein Land, für das ein Produkt ist, und am Schluss erntest du es nicht. Kannst du mir das mal erklären? Wir beziehen sehr viel aus anderen Ländern her, Töpfe, oder? Und dort haben sie kein Problem mit Food Waste, weil sie das auf einen Lokalmarkt geben können. Die nehmen die schönsten raus, die schicken sie zu uns hier, verwöhnte High-End-Segment, und der Rest nimmt alles ihren Markt. Ja. Und wir hier, wir haben keine Chance mit denen. Wir müssten es fast exportieren, weil es hier niemand, weil es hier keine Abnehmer findet. Weil wir einfach in diesem High-End-Segment leben, das nicht zulässt, so Zeug. Der Kurzlauch ist heute eine Modescheinung. Früher, man kennt den Lauch normal lang mit Blättern. Ist auch eigentlich der Laubteil oder der Blätterteil, der viel Chlorophyll hat. Grüner Anteil, der eigentlich auch speziell viel Vitamine hat, schneidet man heute ab, weil er nicht so gut in die Tragtasche reinpasst oder beim Einkaufen. Der eingekürzte Lauch, das gibt einen Ausfall von 25-30% vom Gesamtgewicht, wo ja gewachsen ist, wo essfähig wäre. Und das geht heute, also das nehmen wir nicht einmal mehr heim, das bleibt auf dem Feld. Wenn du maschinell größere Mengen erntest, wenn das Messer in den Boden reingeht, gibt es immer wieder Stellen, wo es also einen Moment lang den Lauch einschneiden, dann musst du auch rausgehen, dann geht alle nicht. Was? Das habe ich nicht gesehen. Obwohl die Ware an und für sich schön ist. Man muss von oben bis unten perfekt sein, obwohl es am Schluss eigentlich wieder abrüstet ist. Ja, das ist ja das Bödeli schneidest du auch ab, oder? Ja, also jetzt nicht mehr, das du schon gemacht hast. Ich muss jetzt mehr zahlen, weil du schon geschnitten hast. Du musst jetzt das Bödeli nicht mehr anschneiden.
das zeugt einfach schon davon, dass irgendetwas im System nicht gut ist. Dass man sich das leisten kann, ist, ja, das ist das, was wir dagegen kämpfen. Dass man das nicht mehr mit einem Wimpernzucker sagt, hey, das ist Abfall. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Irgendwo verhungern sie. 850 Millionen Leute haben zu wenig zu essen. Und wir tun wegen einem Wurzelabsatz, den man sowieso abschneidet, schießen wir es fort. Das ist, ja, weiss ich gar nicht, was sagen. Steffen Ries gehört zur Fenaco-Gruppe. Diese macht die strengen Vorgaben im konventionellen Gemüseanbau zusammen mit den Branchenverbänden der Produzenten und den Detaillisten wie Migros und Coop. Die Fenaco-Gruppe ist die marktmächtige Drehscheibe im Großhandel. Sie macht einerseits die Anbauplanung für die Bauern, nimmt deren Landwirtschaftsprodukte ab, sortiert diese aus und verkauft die Ware an die Detaillisten. Ein Röhrblé muss eine gewisse Länge, Dicke und Größe haben, damit es überhaupt weiterverarbeitet wird. Von der Fenaco möchte niemand Auskunft geben. Man verweist an den Verband der Gemüseproduzenten. Wir sind darauf angewiesen, dass man auf uns zukommt und sagt, wenn etwas nicht mehr stimmt. Und wir sind immer bereit, Qualitätsnormen zu überprüfen. Das ist vor 4 Jahren ist das letzte Mal passiert. Und wenn dort wieder eine entsprechende Forderung auf uns zukommt, schauen wir das selbstverständlich an. In der lebensmittelverarbeitenden Industrie gingen letztes Jahr rund 700.000 Tonnen Lebensmittel verloren. Das hat das Bundesamt für Umwelt berechnet. Rührblie wie diese landen in der Biogasanlage. Beim Schweizer Bauernverband ist man mit den strikten Vorgaben, was das Aussehen der Landwirtschaftsprodukte betrifft, nicht einverstanden. Ja, unsere Botschaft ist ganz klar. Wir müssen die Toleranzen, was die Qualitätskriterien anbelangt, grosszügiger werden. Es macht wirklich keinen Sinn, wenn man hier eigentlich gute Produkte, die man durchaus essen kann, schlussendlich nachher eben nicht in der Nahrungsmittelkette verwerten kann. Entsprechend müssen die einzelnen Branchen die Qualitätskriterien wirklich kritisch hinterfragen, Anpassungen vornehmen, wo das nötig ist. Viele Bauern haben allerdings Angst vor solchen Anpassungen. Denn der Handel droht mit unberechenbaren Konsequenzen. Es wird gesagt, ja, wenn die Qualitätskriterien jetzt gelockert werden, dann kaufen erstens Konsumentinnen und Konsumenten weniger von diesem Produkt. Also der Markt geht zurück. Und auf der anderen Seite wird teilweise auch gesagt, ja, wenn nachher die Qualität dieser Schweizer Produkte eigentlich ein bisschen gesenkt wird und die Importprodukte nachher die höheren Qualitätsstandards haben, dann schwenken eben Konsumentinnen und Konsumenten um auf die Importprodukte. Und darum ist auch ganz wichtig, ich glaube, eben, es muss die ganze Wertschöpfungskette zusammen das machen. Verarbeiter, der Detailhandel, aber auch Konsumentinnen und Konsumenten. Und so kommen wir, glaube ich, zum Ziel. Es gibt aber auch Betriebe, die sich dem Diktat der Großhändler entziehen. Der Gutsbetrieb Rheinau gehört dazu. Hier wird nachhaltig produziert und noch von Hand gejätet. David Jakobsen ist einer der Geschäftsführer. Nur einmal hat er bisher versucht, mit den großen Händlern ins Geschäft zu kommen. Wir haben so im Zusammenhang mit der Umstellung von Coop auf Demeter haben wir gefunden, ja, da wollen wir auch mitmachen als grösster Demeter-Betrieb in der Schweiz. Und haben gefunden, doch, vielleicht können wir das positiv beeinflussen. Und es war im Rückblick ein bisschen naiv gewesen, aber wir haben dort mitgemacht. Wir haben Artischocken angebaut, wir haben Schalotten angebaut, wir haben Kürbis angebaut, wir haben Gäli Zucchetti angebaut. Und eigentlich war es so, wir haben ein bisschen Gäli Zucchetti geliefert, wir haben ein bisschen Artischocken geliefert und dann sind dort die Preise im Keller. Und wir haben von Anfang an gesagt, was unsere Preise sind. Und dann habe ich ihnen mitgeteilt, zu diesem Preis liefere ich nicht mehr. Könnt ihr mir wieder anrufen, wenn ihr einen anständigen Preis zahlt? Und ich habe nachher nie mehr von ihnen gehört. Der Handel mit Bioprodukten funktioniert gleich, aber über andere Plattformen. David Jakobsen ist überzeugt, dass dieses System die unbefriedigende Situation mit ausgelöst hat und den Bauern schadet. Das grosse Problem ist, dass man Pflicht hat, Regal zu füllen in den Grossverteilern. Das heisst, die Plattformen haben zwar das Recht, einzelne Produkte zu liefern und das Alleinrecht meistens.
Und sie müssen die Produkte aber liefern. Und wenn sie es nicht liefern können, dann müssen sie Bussen zahlen. Und um die Bussen umzugehen, machen sie eine Planung, wo sie einfach viel zu viel Anbau planen für das normale Jahr, wo so vielleicht in einem von 10 Jahren geht es mal auf. Und sonst hat es immer zu viel irgendwo. Und das zu viel muss irgendwo abgewälzt werden. Und das wird dann halt abgewälzt auf den Bauer und kommt dann als Ausschuss in die Biogasanlage. Der Bauer sieht von dem keinen Rappen mehr. Hat in dem Sinne die gleiche Arbeit geleistet. Und gleichzeitig kommt er wahrscheinlich für den Rest auch noch einen schlechteren Preis, weil er da ja die Marktlage gesättigt ist. Und dort sehe ich das Problem. Die Rheinau macht bei dieser Überproduktion nicht mit und hat sich auf den Direktverkauf an Marktfahrer, Läden und Restaurants konzentriert. Zudem nimmt man hier in Kauf, dass nicht alles jederzeit verfügbar ist. Betriebe wie die Rheinau sind die Ausnahme. Die meisten Bauern arbeiten, wie Pascal Gutknecht, mit den Plattformen der Großhändler zusammen. Ah, da ist jetzt, das ist jetzt meins da. Sie machen auch die Anbauplanung mit ihnen. Ja, die kommen da aus dem Streifen raus. Aus diesem Abschnitt aus hat es die Rüebli gegeben jetzt hier. Oh, viel. Und da ist sie aber auch. Eben, drinnen. Du siehst jetzt hier, wir sind spät in der Ernte. Es hat jetzt schon bereits Platz drinnen. Die müssen wir dann alle aussortieren. Genau. Und das ist alles, das wird alles aus Schuss sein. Also, es ist auch nicht ganz so einfach, eine Jahresplanung auf den Tag genau zu haben. Die Natur hat natürlich auch ihre Felddaten drin. Also, plötzlich kann das Feld drüben 2 Wochen früher nachher sein. Oder wenn wir jetzt, plötzlich 3 Wochen lang Biesen haben und schlechtes Wetter, kann irgendein Salatfeld 3 Wochen später sein. Also das eine Punktlandung zu machen, ist sehr schwierig. Also dort tue ich auch niemandem etwas vorenthalten oder vorwerfen und sagen, ja, du hättest dich schon nehmen sollen. Das ist so schwierig, das zu planen. Dann braucht es eine gewisse Toleranz vom Produzent zum Kunden. Das ist halt ein Teil des Spiels. Doch immer häufiger bringen Bauern ihre Ware gar nicht mehr los. Eine Abnahmegarantie haben sie nämlich nicht. Wichtig ist, dass man sich nach Abmachungen hält. Ob es jetzt eine Woche früher ist oder eine Woche später, das ist nicht so entscheidend. Aber wenn natürlich jetzt der Kunde heute kommt und sagt, ja, ich nehme die Rüebli nicht mehr, weil ich habe sie in Spanien billiger gefunden, dann hocke ich hier auf 100 Tonnen Rüebli. Wenn man dort steht und die ganze Abfälle sieht, ich glaube, das würde jedem so gehen. Ja, es verreisst dir einfach das Herz, wenn du siehst, wie viel das da einfach produziert wird und dann vorgeschossen. Und am besten wäre es natürlich langfristig etwas können zu bewirken, dass der Produzent neu mehr her kann oder einen Weg hat, die Lebensmittel neu mehr reinzugeben. Die Detailisten übernehmen diese Ware nicht. Sie können auswählen und nehmen nur das Beste. Alles schön normiert. Coop lehnt ein Interview ab. Bei Migros weiß man um den Zwiespalt und gibt Auskunft. Das Auge isst nicht nur mit, sondern das Auge kauft auch mit. Also wir sehen das, wir spüren das, wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Kundinnen und Kunden dann doch schon sehr darauf schauen, dass das Produkt, wie zum Beispiel die Rüebli, auch schön aussehen. Und wenn man hier würde probieren, dass man das wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein bringt für die Leute, ein bisschen mehr Sensibilisierung wieder anregt bei unseren Kundinnen und Kunden, dann müssten alle an den gleichen Strang ziehen. Wir müssen das Ziel definieren, das dann alle zusammen in der Branche darauf anschaffen. Alle zusammen. Das sind die Verbände, die Grossisten und die Detailisten. Wäre Migros denn bereit, die strengen optischen Bestimmungen zu lockern? Das ist im Moment wieder ein Thema, effektiv, dass man das wieder mal aufgreift. Wie sind die Normen im Moment? Sind die jetzt streng? Muss man die ein bisschen lockern? Das müsste wahrscheinlich in kleinen Schritten stattfinden. Aber ich habe das Gefühl, so ein Grundbewusstsein ist mittlerweile bei den Kundinnen und Kunden auch da dafür. Was passiert eigentlich mit diesen Produkten, nachdem sie nicht mehr verkauft werden können? Und ich glaube, wenn auch von dieser Seite dann vielleicht so ein bisschen entgegenkommen kommt, wenn dann wirklich alle zusammen hier gemeinsam etwas machen, dann habe ich das Gefühl, könnte das schon in die richtige Richtung wieder gehen. Um Food Waste im Laden zu verhindern, steigt Migros nun landesweit bei der Food Waste App Too Good To Go ein. Was nicht mehr so gut aussieht im Gestell, wird jeden Tag aussortiert und kurz vor Ladenschluss als Überraschungspaket zu einem Drittel des Preises abgegeben. Da ist schon einiges zusammengekommen. Ja, genau. Was ist das Problem von dieser Peperoni zum Beispiel?
zum Beispiel da, oder? Es ist weich. Können wir das nicht top verkaufen. Mhm. Dann können wir das anstatt wegrühren, können wir das mit diesen Kisten weiter sammeln, oder? Das hat schon die weiche Stelle. Genau, ja. Migros gibt schon bisher einen Teil der Ausschussware an Organisationen wie Tischlein Deck dich oder Schweizer Tafel ab. Es ist ein Unterschied zwischen dem Produkt, das man jetzt für To Good To Go abgeben kann, oder dem Produkt, das man jetzt den karitativen Organisationen wie eben Tischlein Deck dich, Schweizer Tafel abgeben kann. Dort gehen wir zum Beispiel vor allem auch Richtung Konserven, also Produkte, die noch ein bisschen länger heben könnten. Bei Too Good To Go geht es wirklich um die Sachen, die unmittelbar oder sehr gleich ablaufen, dass man die auch schneller an die Leute bringt. Mit der App kann man die Portionen reservieren und kurz vor Ladenschluss abholen. Das wäre Defizit. Ja, vielen Dank. Schönen Abend. Ja, vielen Dank. Die Kunden, die kommen, kommen regelmäßig. Also manchmal zweimal pro Woche. Also einmal probiere ich mit Früchte und Gemüse beim Supermarkt. Und ist auch natürlich sehr billig, weil du hast viele Sachen für einen billigen Preis. Mittlerweile machen 2000 Restaurants und Läden mit. Migros alleine kann so pro Jahr 1 Million Portionen Gemüse und Früchte billiger weitergeben, die sonst im Abfall landen würden. Auch die Nachfrage nach Läden, die ausschließlich Zweitklassware verkaufen, steigt. Die Essbar und der Gemüsegarten in der Berner Altstadt beweisen das. Simon Weidmann hat vor 2 Jahren angefangen. Das Gemüse, das er bei Pascal Gutknecht geholt hat, verkauft sich gut. Bei uns sind in der Tendenz Sachen etwas günstiger als im Detailhandel. Ja, das ist, weil wir es auch etwas günstiger beziehen können. Und das geben wir dem Kunden weiter. Aber es ist ein hartes Pflaster. Die Margen sind klein. Reich werden wir sicher nicht mit dem, was wir hier machen. Aber das werden auch die Landwirte nicht. Wir können aber die Kosten decken, die wir haben. Wir glauben eben schon, dass wir etwas machen können. Wir können etwas bewegen. Und wir können eigentlich etwas pflanzen in den Menschen, die wachsen können. Und so können wir die Welt verändern. Der Mitgründer der Essbar gleich nebenan ist optimistisch. Bei der Essbar war es ähnlich. Hier bekommt man seit 4 Jahren Backwaren einen Tag später zum halben Preis. Das Coole ist schon, immer mehr Bäcker machen mit. Am Anfang war es recht zäh, wenn wir so läuten und anläuten und hobeln. Und jetzt ist es aber gut, es ist wirklich cool, man kennt das Konzept. Und zum Teil tun auch die Bäcker uns anrufen und fragen, hey, können wir mitmachen? Wir haben Produkte, die wir nicht verkaufen können. Der gelernte Geograf ist überzeugt, dass es beim Gemüsegarten ähnlich laufen wird. Das hat sicher damit zu tun, dass kleinere und mittlere Produzenten einfach irgendwann sagen, ich habe genug von der Friss- oder Stirb-Mentalität, die im Handel herrscht. Und sagen, blasen mir in die Schuhe, ich tue das selber vermarkten. Mirko Buri hat 1500 Kilo Zweitklassgemüse für seine Straßenaktion Food Factory zusammengekauft. Eine neue Idee. Ein Start-up, das er vor 3 Jahren gegründet hat. Dafür trommelt er regelmäßig auf Dorfmärkten Freiwillige zusammen, die ihm beim Rüsten helfen. Ja. So, wunderbar. In Worp hat er sein Zelt gleich neben einem Altersheim aufgeschlagen. Hergestellt wird eine Bouillonpaste aus Food Waste, die sich in Läden verkaufen lässt. Jeder, der hier kommt, heute am Meritz, und das wird eine feierliche Sache heute am Nachmittag, die sehen, aha, da wird etwas gegen Food Waste gemacht. Die können eine Stunde von ihrer Arbeitszeit gegen das Problem investieren. Und wir stellen die Infrastruktur, das Konzept und das Produkt. Und das ist irgendwo die Idee, einen Tisch zusammenzubringen. Alt und jung nehmen sich dem Thema an und helfen, das zu verarbeiten. Wir rüber sind vom Pascal. Und der Pascal, der tut im Seeland bauen. Ja. Oder so, wie er uns gestern gesagt hat, sind es 20 Tonnen. Von genau solchen Rüebli, die einfach ausschossen, die dann wieder in den Boden kommen oder Kompost.
Schade. Genau. Das, was wir herausholen können als Gewinn, wird dann gespendet. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir beim Foodsafe-Bankett, das findet immer im Berner Bahnhofplatz statt, die kompletten Lebensmittelkosten können übernehmen und den Bauern einen fairen Preis zahlen für die Lebensmittel mit dem Gewinn, der hier ist. Und das tragen all die Leute, die hier gratis arbeiten können, helfen das Problem damit zu bekämpfen und gleichzeitig machen wir das Produkt. Mittlerweile hat Buri eine große Facebook-Community. Ja. Hast du die importiert? Irgendwo sehe ich keine Ahnung mehr. Irgendwo habe ich es mal gesehen. Facebook? Nein, ich kenne den Mirko schon seit Jahren. Aber Mirko war schon. Und wir kommen wieder. Du musst jetzt arbeiten, Irene. Seine Familie trägt auch diese Aktionen voll mit. Ohne Manu, seine Frau, die alles ein bisschen austariert, wäre Buri allerdings ziemlich aufgeschmissen. Wenn ich sie nicht hätte, weil ich natürlich einfach so viel Energie habe. Und dann braucht man jemanden, der auch ein bisschen runterzieht, der ein bisschen bremst, vielleicht ein entschleunigt. Vielleicht auch mal sagt, es ist okay, so. Man muss nicht die Welt für den Mond verändern. Es braucht Zeit alles. Ich bin auch sehr nervös. Oft. Jetzt haben wir nicht nur einen, jetzt haben wir noch einen zweiten, der gerade so gerne hat wie der hier. Gell? Vanessa Bergeon wird von ihrer Familie ebenfalls unterstützt. Zusammen mit ihrer Mutter entwickelt die ausgebildete Naturheilpraktikerin gerade eine neue Körperpflegelinie. Ah, jetzt schmeckt's. Ohne Verpackung und ausschließlich mit natürlichen Zutaten. Bei ihrem Mann Armin braucht es ein bisschen mehr Überzeugungskraft. Er konnte Vanessas Zero-Waste-Bemühungen am Anfang nicht so viel abgewinnen. Ich komme aus einer südländischen Familie. Meine Mutter ist aus Marokko, mein Vater ist aus Italien. Küche spielt dort eine sehr grosse Rolle. Und wir sind nicht unbedingt bekannt dafür, dass wir sehr Zero Waste kochen mit wenig Fett und weiss ich nicht was. Und dort hört es einfach bei mir auf. Oder wenn Zero Waste dann irgendwann auch in deinem Teller stattfindet. Ich finde, es darf ruhig ein bisschen deftiger sein, ein bisschen. Ich weiß nicht. Fleischig. Ab und zu ein bisschen fleischiger sein, ja. Auch etwas anderes stört ihn nach wie vor. Der Aspekt, wo ein bisschen Reibungspunkte gibt, das sind die Kostenfragen. Also, ich habe das Gefühl, dass wir recht viel Geld ausgeben für ein gesundes Leben. Das finde ich schade, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Fakt. Es ist schade, dass es so ist. Es ist schade, dass wir nicht die Wahl haben, quasi, um uns gesund und günstig zu ernähren. Man kann sich gesund, also ungesund und günstig ernähren, aber nicht umgekehrt. Das finde ich schade. Vanessa Bergeon muss noch in den Bioladen. Ihr Ziel ist, Armin endlich von Joghurt im Glas zu überzeugen. Hey Armin, was hast du für ein Joghurt? Eins mit Schokostreusel. Nein, es hat Schokolade, Aprikosen, Walter. Es sind nur so grosse mit Glas. Ja, im Fall eigentlich sind sie schon kleine, aber ich glaube, das jetzt im Fall. Schokolade? Schokolade. Oder was ist das? Walter. Hast du gerne Aprikosen? Nicht so. Also gut, vom Waldbeeren. Waldbeeren und die Erdbeeren sind einfach rosa. Ja, genau. Also Waldbeeren, Himbeere oder Erdbeere? Ja. Ja. Regarde ce qu'on a ici. Yogourt. Et regarde-moi toi, Julio. Voilà. Super. Das Highlight vom Icho. Ja, Traktor. Dominik Waser hat in Zürich eine neue Food-Waste-Aktion gestartet.
Gerade verkauft er 1,7 Tonnen Ananas aus Afrika. Auf Facebook konnte man sich anmelden. Verkaufsaktionen gibt es in Zürich, Basel und Bern. Die Ananas sind aus Togo, von Kleinbauern produziert. Und die werden eigentlich in Handel gegangen, in Grosshandel. Und der Markt geht im Moment ein bisschen zusammen, oder ist zusammengefallen. Das heisst, die Preise sind zusammengefallen. Und somit sind grössere Abnehmer von Gebana abgesprungen. Und darum haben wir es jetzt aber doch importiert, weil für die Kleinbauern in Togo wäre es halt die Existenz von 100 Bäuerinnen und Bauern, die eigentlich zusammengehen würden, wenn wir jetzt die nicht abgenommen hätten. Und darum verkaufen wir jetzt die und versuchen sie wegzubringen. Ja, es läuft gut. Wir haben etwa 1,5 Tonnen geschafft, zum Athlet bringen. Das ist recht gut. Von den 35 Franken, die er für ein Kilo Ananas verlangt, gehen 12 Franken direkt an die Bauern. Schönes Wochenende. Auch sein Zweitklassgemüse findet guten Absatz. Dominik Waser versucht nun, eine Bewilligung zu kriegen, um es hier direkt verkaufen zu können. Das Ziel ist nicht, dass wir die Aktionen jede Woche machen müssen. Auch wenn wir es könnten, weil es jede Zeit gibt es irgendein Produkt oder ganz viele Produkte, die wir könnten, so als Aktion verkaufen. Aber das Ziel ist, dass wir das machen, um sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen. Und dass wir dann den Handel, die Produktion mit der Zeit so verändern, dass das, halt, dass das nicht mehr passiert. Okay, danke. Okay. Danke dir. Schönen Tag. Tschüss, merci. Sein Gemüse bezieht Waser unter anderem auch auf dem Demeterhof Rheinau bei David Jakobsen. Dieser findet es zwar gut, dass Dominik dafür kämpft, dass die Konsumenten wieder direkt vom Hof kaufen. Aber dass er mit seinen Food-Waste-Aktionen Zweitklassgemüse der Plattformen verkauft, damit ist er nicht einverstanden. Wenn man das abnimmt, dann nimmt man denen quasi, dann belohnt man denen ihre Fehlplanung. Und von dem her, und gleichzeitig gibt es Kleinproduzenten oder andere Produzenten oder Leute, die anders versuchen zu machen, die 30 Tonnen weniger verkaufen. Weil die Schweizer und Schweizer haben das, die essen so und so viel Gemüse. Und sie essen jetzt nicht plötzlich mehr, weil Grassrooted 30 Tonnen Tomaten rettet. Die gehen an einem anderen Ort, werden die dafür quasi nicht gerettet. Ja. Ja, aber quasi, dass man weiss, dass das gibt, die Problematik, von dem her gesehen, ist es gut. Das ist mal ein erster Schritt. Das ist genau auch der Punkt. Ja, ich glaube, eben die Überschüsse oder der Food Waste ist das, halt, was man sieht und was man jetzt in die Medien bringen kann und ein riesen Aufruhr macht. Aber das Problem ist halt viel, viel grösser und viel tiefer. Und da sehe ich halt schon auch, dass zum einen, dass es einfach ein systemisches Problem ist und zum anderen, dass man immer eigentlich einfach die Schuld jemandem anders zuweist und sehr oft nicht zusammen am Tisch sitzt und sich eigentlich fragt, okay, wie können wir es jetzt lösen? Dass sich die Leute zusammen an einen Tisch setzen und sensibilisiert werden, das ist auch das Ziel des Food Waste Banketts auf dem Berner Bahnhofplatz. Also, du musst schräg haben. Genau, den Tropfen zum immer auf dem Blech. Gut. Chef mit dem Lumpen. Wo ist der Chef mit dem Lumpen? Der ist hey. Wir machen jetzt nur je zwei. Ihr würdet diesen Job schnell übernehmen und die ganzen restlichen machen, dass wir dann nur noch verteilen können. Ist gut. Mirko Buri kocht in der Küche des Hotels Schweizer Hof ein Gratismenü für 1500 Personen. So. Als Hauptspeise gibt es Gemüse-Bolognese mit Ofenkartoffeln. Mama mia. Schon wieder. Jetzt zählt eigentlich jede Minute. Wenn ich zu spät dran bin, das heisst, jede halbe Stunde kostet mir 200-300 Menü. Weil zwischen 5:30 und 9 ist mein Zeitfenster, wo die Leute Hunger haben. Und ab 9 ist niemand mehr. Also, wenn ich zu spät dran bin, dann habe ich dann 500 Menü zu viel. Und darum müssen wir jetzt Gas geben. Voilà. Und jetzt müssen wir noch die Stege zurück. Das haben wir natürlich. Gut, merci, Bimo.
wenn man sieht, wie viele Leute hier kommen, wie viel das da irgendwo eine Stunde anstehen, so eine Schlange, für nur ein Dauer Essen zu bekommen, das ist ein Statement, wir machen mit. Und das gibt uns Kraft, eigentlich das weiterzumachen, was wir hier machen, tagtäglich. Aber Mirko Buri ist noch lange nicht am Ziel seiner Träume. Es ist Bern, es ist nicht die Welt, die noch, es ist nicht die Schweiz, ich will noch mehr, Das ist, zwar riesig, es ist eines der schönsten, grössten Food-Waste-Events, die es gibt, aber ich möchte wirklich, grösser etwas wirklich bewegen. Ich möchte auf das Feld gehen und heisst, sorry, wir haben nichts mehr. Ich möchte mal hier in Schweizer Hof kochen und heisst, hey, wir haben jetzt das und das und das geändert. Ich möchte es noch mehr spüren. Jetzt ist es so langsam am Anfang. Aber ich möchte wirklich eine Veränderung sehen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bär. Genießen Sie cremige Rezepte mit Bär Camembert. Bär, cremiger Genuss seit 1922.